Hier ist wieder der Testmittel von YouTube und heute geht es um so eine schicke Fußmatte. Gott sieht alles, mein Nachbar noch mehr. Und jetzt will ich euch erstmal zeigen, wo ihr die überhaupt bestellen könnt. Ja, die Matte gibt es bei Amazon zu kaufen. Das ist das schwarze Modell, kostet 13,41 plus 3,49 Versandkosten. Dann haben wir hier aber noch das orangene Modell. Das wird aber wohl in Rot dann geliefert. Kostet 16,99 plus 3,75 Versandkosten. Den Link zum Produkt dann wieder im Text halt unter dem Video. Klickt einfach drauf, kommt ihr direkt hin. Und jetzt schauen wir uns die Matten mal genauer an. Jetzt mal kurzer Vergleich. Also, ich hatte mir anfangs das Modell bestellt, weil das fand ich vor dem Schriftzug hier irgendwie cooler. Aber im Nachhinein bin ich eigentlich froh, dass ich beides bestellt habe. Okay, die fliegt jetzt bei mir rum. Hat folgenden Grund, die finde ich besser. Erstmal, der Schriftzug ist viel größer und schöner. Und der Schriftzug hier ist weiß. Das heißt, wenn das hier irgendwann mal dreckig wird, wird es dunkel und habt dann nachher wie weißer Adler auf weißer Flagge, ihr seht nichts mehr. Und bei dem ist eigentlich egal, weil wenn das dreckig wird, wird es halt dreckig. Es kann eigentlich nur außenrum dann verschmutzen, dass man den Schriftzug irgendwann nicht mehr sieht, aber denke ich mal nicht. Des Weiteren ist die ziemlich weich. Also ist eine richtig weiche Matte. Und die andere, die ist ein bisschen steifer. Hat mir auch besser gefallen. Von hinten sehen sie beide gleich aus, da tut sich nichts. Ja, da tut sich nichts. Könnte eigentlich sogar noch hier so ein Teppichklebeband drunter machen, wenn man will, dass die richtig hält. Ist natürlich dann doof, wenn mal Feuchtigkeit drunter ist, dann kriegt man die nicht mehr so gut ab. Und dann hat mir bei der Matte auch noch der Druck besser gefallen. Hier sieht man jetzt mal den Druck. Und jetzt zeige ich mal den anderen Druck. Der ist viel sauberer. Der ist viel sauberer. Des Weiteren ist das hier auch mehr so ein Filzmaterial, würde ich behaupten. Und das hier ist viel, viel weicher. Was jetzt besser ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall fühlt sich das hochwertiger an. Das war ja mal ein kurzer Vergleich jetzt. Und jetzt tun wir die mal an die Tür dran machen. Ja, hier haben wir meine alte Matte. Katzenmuster. Und die war eigentlich auch sehr steif. So, jetzt will ich mal die andere Matte drauflegen. Erstmal die ganz weiche. Das wäre ja diese hier. Die sieht dann so aus. Das geht eigentlich. Wäre sie länger, wird sie vorne runterhängen. So ein bisschen hängt sie schon. Aber das ist noch in Ordnung. Jo, und jetzt nehmen wir die rote, die halt noch mal ein bisschen steifer ist. Das wäre dann die hier. Und die schaut dann so aus. Zeigst du gerade nochmal von der Seite hier. Ja, also wie gesagt, sehr schick, gefällt mir sehr gut. Die lasse ich jetzt auch mal da. Mal sehen, wie lange sie da liegen bleibt, bevor sie einer klaut. Und den Link zu dem Produkt, wie gesagt, wie immer im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt nach Amazon. Und wenn das euch gefällt, könnt ihr es da bestellen. War wieder der Testmischel und dann sage ich mal, Gott sieht alles, mein Nachbar noch mehr. Soll ich was halten oder geht das selber? Ich kann unten auch halten. Ja, drückt mal so hier. Ja. Nur. Ach. Mal ein bisschen Licht an. Die Handballe weg. Soll ich? Nee, ja, fest drauf. Ja, mach mal. Geht das hier, oder? Vielleicht hast du das Brett durchgeschnitten. Das ist egal. Ach, du hast gar nicht bis zum Ende, habe ich gerade gesehen. Ja, ja, das ist gut. Hoch. Geht das? Mhm. Ist auch richtig dran? Ja, oder? Ja, weit genug. Drück fest. Ja, ja, ich drück. Oh, nochmal nachschneiden. Na, es ist doch da oben, muss nochmal ganz kurz ein bisschen. Ja, ja, ist durch. Perfekt. So, jetzt kannst du doch ruhig bei mir an die Tür dran schieben. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, haben die abgeschnitten und jetzt schließt sie auch richtig mit der Kante ab.